nicht mehr benutzen.
benutzen oder einslimen, der ist verschimmelt. Den habe ich vielleicht 2-3 Mal überhaupt noch benutzt und dann ist der schon verschimmelt. Das finde ich ist halt dann schon irgendwo rausgeschmissenes Geld, wenn die Slimes wirklich, keine Ahnung, 2-3 Monate halten und dann nicht mehr so gut gehen. Dann sage ich da auch nichts, weil die trocknen halt mit der Zeit einfach aus, wenn man da nicht Aktivator dran gibt. Aber so nach 1-2 Mal benutzen, finde ich, ist das schon, ja, sehr schlecht. Und ich muss sagen, bei den Slimes, die so krass kleben, das sind eigentlich teurere Slimes gewesen, wo auch so ein bisschen mit damit geworben wird, dass die halt richtig lang halten sollen. Die haben irgendwie, ich glaube, 7 Euro pro Stück gekostet. Und dann, das war mal, ich habe halt 4 Stück gekauft. Das ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, teurer. Vor allen Dingen war ich da auch noch relativ am Anfang mit ASMR. Und dann habe ich da halt, ja, über 30 Euro gleich reingesteckt. Das fand ich, war schon sehr viel Geld dann einfach. Und dann dachte ich aber, dass die Slimes wenigstens, ja, relativ gut sind. Aber das waren sie dann leider nicht. Und das fand ich dann auch ziemlich, ziemlich doof, muss ich sagen. Machen wir weiter. Ich kann euch das kurz zeigen. Das sind so selbstklebende Press-on-Nails. Ich weiß, die halten definitiv auch nicht so gut, aber kann ich mir einfach drauf tun und dann ist fertig. Muss ich nicht noch so Klebestreifen vorher drauf tun. So, das nächste, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich so extrem viele Beauty-Produkte auch irgendwie gekauft habe. Also auf der einen Seite Make-up, was dann doch nicht so krass war, wie es mir oft hatte. Aber auch so Masken, die ich dann irgendwie auch nicht benutzt habe. Ich muss sagen, ich hatte dann auch irgendwann so viele Masken gekauft. Und ich habe die immer in den Kühlschrank getan, dann hatte ich die irgendwann vergessen. Ja, ich wünschte, ich hätte mir einfach Gedanken gemacht, dass ich nicht so viel brauche und hätte einfach direkt weniger gekauft. Das, ja, wenn ihr nicht so gut von mir. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie wieder bei DM war oder so und ich habe eine coole Maske gesehen, weiß ich von mir, oh mein Gott, die muss ich jetzt kaufen, die werde ich wirklich benutzen. War ich dann nicht gemacht. Also ich wollte die in einem Video benutzen, weil es jetzt nicht klar war. Ich wollte die schon in einem ASMR-Video dann mit euch benutzen. Dazu zum Beispiel, sowas wäre ganz cool. Oder ich habe hier auch so eine Bubble Mask gekauft. Das ging auf TikTok auch ein bisschen viral. So Masken, die halt so bubbeln. Das ist jetzt nicht die Maske, die auf TikTok viral ging, aber ich dachte halt, das wäre sowas Ähnliches. Ja. Das ist meine eigene Schuld, dass ich da auch mal so ein bisschen Konsumopfer bin und da mal denke, oh mein Gott, die Maske ist aber so geil, die muss ich auf jeden Fall kaufen und so und das dann auch immer kaufe. Und ja, ich habe eben auch einige Make-up-Sachen, die dann im Nachhinein nicht so krass waren, zum Beispiel das House Labs Make-up. Das war ja relativ teuer, aber dann irgendwie nicht so krass, wie ich mir das erhofft hatte. Da muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Meine, in letzter Zeit wäre ich auch ab und zu bereit gewesen, für Dinge auch einen angemessenen Preis zu zahlen. Zum Beispiel auch bei Reinigungsprodukten habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen informiert über zum Beispiel so einen, ja, Tischstaubsauger, so einen kleinen Handstaubsauger, dass man einfach mal irgendwo auch in kleinere Ecken irgendwie saugen kann. Auch mit ASMR und so, wenn man so viel Zeug hat. Das staubt ja auch alles. Und dann dachte ich, wäre so ein Handstaubsauger eigentlich ganz praktisch. Da habe ich mir gedacht, okay, ich wäre auch bereit, keine Ahnung, 40, 50 Euro da reinzustecken, wenn das dann aber auch wirklich lange hält und dann auch einfach wirklich, ja, gute Qualität ist. Also habe ich dann auch geguckt. Da ist mir aufgefallen, dass selbst die teureren Modelle für 40 bis 50 Euro einfach auch nicht gut sind. Dann kann ich mir halt auch einfach ein Produkt für 20 Euro kaufen. So, macht ja dann irgendwie auch keinen Unterschied. Weil früher war ich auch mal so von wegen, ja, ich kaufe eigentlich gefühlt immer nur das Billigste, weil ich eigentlich gar nicht so bereit war, so viel Geld auszugeben. Aber momentan hat sich das bei mir auch ein bisschen geschwankt und ich dachte so, hey, wenn man günstig kauft, kauft man ja auch voll oft zweimal und das lohnt sich ja dann finanziell nicht, wenn ich dann alle möglichen Sachen immer zweimal kaufe. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich einfach mal anfangen, mehr Geld in Sachen zu stecken, damit ich auch langfristiger was davon habe. Aber ja, da ist mir aufgefallen, teurere Sachen sind definitiv nicht immer besser. Also letztendlich muss es dann halt jeder selber entscheiden, wie viel Geld er für irgendwas ausgeben möchte. Kommt dann natürlich
natürlich auch aufs Produkt drauf an. Ich muss sagen, nur mit den Handstaubsaugern, das fand ich jetzt alles so doof, war jetzt kein gekauft dann. Ja, nehme ich halt jetzt vom normalen Staubsauger einfach so den Aufsatz. Bevor ich dann doch irgendwas auch für 20 Euro kaufe und das auch kaputt geht, das ist mir egal. So, dieses Kit hier habe ich gekauft fürs 30k Special. Und das muss ich sagen, ja, ich wünschte, ich hätte es nicht gekauft. Da ist so viel Zeug drin und ich finde aber einfach nicht die Zeit dafür, das mal alles zu benutzen. Da wären auch so viele Slimes drin. Weil ich kaufe aus mir ständig neue Sachen und achte gar nicht darauf, dass ich persönlich eigentlich gar nicht so wirklich die Zeit finde, das alles zu benutzen. Deswegen, ja, habe ich schon ein bisschen Angst, dass es dann irgendwann schlecht ist, bis ich das dann irgendwann benutze. Das ist halt ein bisschen schade. Ich versuche das jetzt, ja, bald zu benutzen. Ich muss halt sagen, wenn ich irgendwas von ASMR sehe, kaufe ich das ja auch manchmal einfach direkt, weil ich sonst Angst habe, dass es ausverkauft ist. Das ist mir auch schon bei einigen Sachen passiert. Deswegen kaufe ich das dann halt einfach direkt und dann finde ich aber einfach keine Zeit, das zu benutzen. Da denke ich mir, dass das halt einfach dumm von mir selber ist, dass ich mich da einfach nicht ein bisschen irgendwie mehr zurückschränken kann. Weil auf der einen Seite denke ich mir halt, okay, wenn das ausverkauft wäre und ich das nicht gekauft hätte, würde ich es bereuen, aber jetzt habe ich es halt gekauft, jetzt bereue ich es halt auch so ein bisschen. Das ist halt eine Zwickmühle, da muss ich halt noch ein bisschen lernen, mich dann da ja, selber einzuschränken und zu sagen, okay, so viel sagen, so ging es mir irgendwie bei vielen Sachen, dass ich alles gekauft habe, aus Angst, dass es dann ausverkauft ist. Dann habe ich es zu Hause und benutze das nicht. Hab da auch schon Angst, dass einige Sachen jetzt schlecht wären. Ich versuche mich da jetzt auch wirklich hinzusetzen und das jetzt dann auch einfach, dass ich mir sage, hey, ich muss jetzt Zeit finden und ich benutze das auch. Ja, ich hoffe, dass das jetzt was bringen wird. Das waren jetzt ein Teil der Sachen. Ich habe auch noch ganz andere Sachen gekauft, die dann zum Beispiel auch gar keine Geräusche gemacht haben. Das Problem ist halt, das kann man vorher im Laden nicht wissen, ob Dinge Geräusche machen. Oder wenn man die auch auf Amazon sieht, kann man das nicht wissen, weil man kann es ja nicht ausprobieren. Auch im Laden kann man die Sachen ja nicht wirklich auspacken. Das heißt, da gibt es noch mehr Sachen, die ich vorher gekauft habe, aber die habe ich dann schon entsorgt. Also ich habe die nicht weggeschmissen. Ich habe eine Freundin, die nimmt sowas dann mit für den Flohmarkt. Ich weiß, die verkauft es dann jetzt nicht unbedingt krass teuer, aber sie nimmt das Geld dann auch für einen guten Zweck. Die hat dann Tierheim, beziehungsweise ja, hilft die da bei einem Tierheim mit und dem Tierheim kommt dann das Geld zugute. Und das, ja, da haben die Sachen wenigstens so gesehen positiven Nutzen noch irgendwie. Ja, also die Sachen, die ich dann irgendwie gar nicht brauche oder so, da gucke ich auch, dass die wegkommen, die, ganzen Sachen, die ich jetzt so viel zu Hause habe, da bemühe ich mich jetzt eben einfach darum, dass ich die noch benutze. Ja. Vielleicht mache ich in ein paar Jahren nochmal so ein Video. Mal sehen, was ich da noch alles gekauft habe, was ich bereut habe. Sei denn, ich kann mich bis da ein bisschen in meinem Konsum einschränken. Wäre ja schön.